In dieser Aufgabe sollen wir eine implizite Funktion Taylor entwickeln. Und zwar haben wir hier eine Gleichung gegeben von x und y. Und uns ist gesagt, dass man die nach x auflösen kann, dass man y schreiben kann als Funktion von x. Dass man also letztendlich da stehen hat, x hoch 4 plus x Quadrat mal f von x plus f von x hoch 4 ist gleich 1. Und zwar in einer Umgebung des Punktes 1, 0, das heißt f von 1 ist gleich 0 und das f ist dann auch nur definiert in einer Umgebung der 1, nicht auf dem ganzen R. Ja, wenn man hier das mal einsetzt, dann ist das auf jeden Fall erfüllt. Also an der Stelle 1 stimmt das. Es war gar nicht unbedingt gefragt, dass wir oder gefordert, dass wir zeigen sollen, dass diese implizite Darstellung existiert. Aber vielleicht können wir das noch einmal gerade machen. Wenn wir die linke Seite hier schreiben als g von x und y, dann müssen wir ja überprüfen, weil wir nach x auflösen wollen, ob die x-Ableitung von g an der Stelle 1, 0, ob die invertierbar ist, das heißt, ob die ungleich 0 ist. Und wenn wir die einfach mal ausrechnen, dann ist das hier 4 mal x hoch 3 plus 2xy und das eben ausgewertet an der Stelle 1, 0 ergibt dann 4 plus 0 und das ist ungleich 0, also invertierbar. Ja, also das nur als Nebenbemerkung. Das eigentliche, was wir in der Aufgabe machen wollten, war die Taylor-Entwicklung um die Stelle 1 bestimmen für die Funktion f. Das heißt, wir brauchen f von 1, das ist 0, das haben wir schon gegeben. Wir brauchen f' von 1 und wir brauchen f' von 1. Und um das zu bekommen, leiten wir natürlich einfach diese Gleichung hier ab. Ja, das ist also das, was wir hier machen, diese Gleichung zweimal ableiten. Und dann können wir die Taylor-Entwicklung hinschreiben. Also wenn wir die Ableitung bestimmen, das hier also ableiten, dann erhalten wir 0 für die Ableitung der rechten Seite, Ableitung der 1, ist gleich 4 mal x hoch 3 plus 2x f von x plus x Quadrat f' von x plus 4 mal f von x hoch 3 mal f' von x. Ja, und jetzt setzen wir x gleich 1 ein. Dann erhalten wir 0 ist gleich 4 plus 2 mal f von 1, das ist aber 0, also kommt da ein 0-Term. Dann erhalten wir plus 1 mal f' von 1 plus, und dann kommt wieder ein Term, wo f von 1, also 0, drin vorkommt, der also 0 ist. Also wissen wir, f' von 1 ist 4. Gut, dann haben wir hier diese Gleichung 2 Sterne, und wenn wir die auch nochmal ableiten, dann erhalten wir 0 ist gleich 12 mal x² plus 2 mal f von x plus 2x mal f' von x plus, ja, kriegen wir nochmal 2x mal f' von x plus x² mal f' von x plus, es werden immer mehr Terme, 12 mal f von x hoch 2 mal f' von x zum Quadrat plus 4 mal f von x hoch 3 f' von x. Und jetzt setzen wir wieder ein, x gleich 1 und erhalten dann für den ersten Term 12, für den zweiten Term 0, dann ein 2 mal f' von x. Das war übrigens minus 4 hier oben. Das war falsch, was ich da hingeschrieben habe. Dann muss ich jetzt hier auch ein minus 4 einsetzen. Dann bekomme ich direkt nochmal das gleiche, nochmal 2 mal minus 4. Dann x² mal f' von x. Also bekommen wir ein f' von x. Und dann bekommen wir nur noch Terme, wo als Faktor f von
x, also f von 1 gleich 0 drin vorkommt, die also wegfallen. Das hier zusammengenommen, das ist 12 minus 8 minus 8, das ist also minus 4, sodass wir insgesamt f', ach nicht von x natürlich, sondern von 1 gleich 4 haben. Ja, und damit haben wir als Taylor-Entwicklung f von 1 plus x, wir wollen ja f um den Punkt 1 entwickeln, das ist in nullter Näherung f von 1, das war aber 0, und dann Ableitung, das war minus 4 mal x plus 1/2 mal zweite Ableitung, und das ergibt dann 2 mal x Quadrat und dann Terme höherer Ordnung, also klein o von x Quadrat.